irgendwo eine scheiß Drohne rumfliegen. Sehe ich nicht. Ja. Da. Hab die Drohne anvisiert. Hab sie auch anvisiert. Es scheint in diesem kleinen Lager auch die größte Bedrohung zu sein, ehrlich gesagt. Wollen wir sie voll abschalten? Warte, ich mach noch die andere Lok raus. 3, 2, 1. Nice! Da ist noch ein Scharfschütze, ich kann noch nicht. Dann kommt raus. Scharfschütze ausgeschaltet. Aber. Wir sind unter Beschuss von links. Einer ausgeschaltet. Einer noch im Hof. Und ausgeschaltet. Der Mann ausgeschaltet. Motorräder. Da, Markierung. Ich nehm links. Warte, ich bin in Position. Alles klar. Drei. Warte, ja. 2, 1. Gott, ist der geflogen. Martin, Status? Ja, habe einen Status. I'm so excited. I just can't hide it. Jemand macht den Rest. Irgendwie ist schon einer, alles sinkt. Alles klar, meine Herren. Ja, mein Wagen. Den da willst du nehmen. Na, jo. Na, nee. Den Cozy Bands hier. Du fährst nicht fahren. Gut, ich fahr. Ist mir egal, wir warten erstmal auf Martin. Martin ist da. Ah. Martin fährt. Ich habe jemanden random umgenietet und dann sein Motorrad geklaut. Ich fahre. Das ist Martin. Na dann. So, wo wollen wir eigentlich hin? Falsche Richtung. Die fette Markierung auf der Map, Mann. Wow, wir haben alle eine andere Queue. Okay, ich lade euch nochmal ein. Basi ist einfach raus und Pippin hat sie einfach nicht. Ich hab's dir angenommen. Zu den Anfängen. Oh. Ja. Habt ihr jetzt nochmal den Vorschlag gekriegt? Nee. Wir haben alle zurück zu den Anfängen bei mir. Ja, du bei mir nicht. Das eine in Hölle hast du bei mir. Warte, den deaktiviere ich kurz. Vorwärts, Martin. Die nächste wollen nach Hause. Das ist keine Straße. Ich hab schon gerade gemerkt, ja. Ein Nöbet. Ich kann nicht den deaktivieren. Abheften auf der Map. Aber ist egal, trotzdem machen wir das auch gut. Also ich hab's dann auch. Guten Abend. Hi. Guten Abend. Gute. Oh, jetzt brauchen wir Raketenantrieb. Aber. Namen. Grüße. Ich gehöre zur Kaiserin. Wir haben gerade euch. Wir haben gerade. Wow! Wir sind quasi in mir gespawnt gerade. Wir haben gerade ihren Bot getötet. Wir haben gerade ihren Boss getötet. Ja, mach mal aufpassen. Jetzt hab ich gerade nach hinten geguckt. Fahr mal da. Wieso? Wieso? Nehme ich?
weiß nicht mal, worauf ich nicht weiß, ich weiß, ob wir fahren sind. Okay, 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 was ist passiert? Das könnte hässlich werden. Los jetzt! Das ist nicht in der Ernst, oder? Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Ich kann nicht arbeiten. Das hat irgendwas mit Krieg zu tun, glaube ich. Okay, wow, ich habe keine Downside. Ich muss mich überhitzen. Ich will jetzt nicht laufen. Der Navi hätte, wüsste ich, wo ich hinfahre. So fahre ich einfach nur in random irgendwelche Straßen rein. Schlagen? Was? Nö. Irgendwann habe ich alles auf dem Kopf gesehen. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben mal auf Motorradfahrern geparkt, aber ansonsten... Wo sind wir? Wir brauchen ein Auto. Karte auf. Was haben wir? Fahrzeug kann an diesem Ort geparkt werden. Biwak. Oder ist ein Biwak? Ich hole uns mal ein Auto. Ich habe noch ein bisschen was zum Laden. Ja, ich hole schon mal ein Auto. Also da kann ein Auto geparkt werden. Ich hoffe, ich kann dann ein Auto rufen, sonst wird es peinlich. Für alle. So, jetzt nicht Drohne. Ich habe keine Zeit. Tarnung in Bauchlage. Fuck, was What? Ist das denn? Ein Flugzeug. Ja, das ist eine fette Atlas-Drohne. Lass dich nicht drauf schießen! Der hat die... Hinsetzen! Verstecken! Die hatte mich schon. Ich wollte gerade sagen, ich bin gespawnt und er hatte mich im Visier, bevor ich irgendwas machen konnte. Ich bin quasi in dem, unter dem, also in seinem Visier gespawnt. Ich bin völlig chancenlos. Zwei Drohnen habe ich erledigt. Das große Ding am Himmel war halt irgendwie doof. Jetzt lasse ich mal diese Situation ein bisschen beruhigen, bis wir alle weg sind. So ist das schön, nicht wahr? Einfach kraulen, einfach. Ja, ich kann schon ein bisschen kraulen, du. Explosionsalarm. Ach ja, okay. Generell, hilfst du ihn, oder? Ich? Ich hab damit nichts zu tun. Mich haben sie noch gar nicht gesehen. Ich lieg irgendwo im Matsch. Ja, im Moment ist hier noch die Hölle los. Sie fliegen hier immer noch rum. Lass dich mal schön. Ja, ich hab grad eine Drohne schon mal ausgeschaltet. Ich hab eben auch schon noch zwei erwischt, aber da waren halt noch fünf andere. Aber hier sind jetzt auch zu viele Leute. Jetzt hast du sie aufgeschreckt, jetzt kommen sie hier über die Straße, wo ich wohne. Ich bleib hier dann mal liegen, verschwunden. Ja, jetzt hab ich so eine Backe. Danke, Pippi. Schön schlau, einfach über die Straße zu ballern und dann nicht eine Exit-Strategie zu haben, wenn sie kommen. Also ich habe gerade drei Wolves ausgeschaltet. Aber Martin respawnt ja eh.
Ja, ja, ich bin mal bei dir gespawnt, weil ich dachte, du hast sie nicht. Und bei dir war auch die Hölle los. Ja, ein bisschen zum Pippin rüber gerannt. Ich versuche jetzt immer noch zum scheiß Biwak zu kommen und uns ein Fahrzeug zu besorgen. Ich hab mich eingebuddelt. Weiß ich nicht, ist hier noch jemand oder? Weiß ich nicht, ich bin jetzt beim Biwak. Stimmen. Gruppenmitglieder rufen. Nee. Ich nicht so. Ich biwakiere. Biwaki, biwako, biwaki, 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 biwako, biwaki, biwaki. Einst gab es mal einen Biwakmann, der fing dann mit dem Biwak an. Der fing das mit dem Biwald an? Okay. Nee, nicht. Der doch die Marlene. Dietrich. Tut mir leid. Malde? Ich verstehe das nicht. Wieso ballert denn da so Musik rein bei mir auf die Ohren? Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Stimmen, ich weiß noch nicht woher. Ich finde meine Autos nicht. Wo sind meine Autos? Biwak abbrechen, hier will ein Auto. Wieso ist mein Auto? Ich weiß. Weil ich zu hart eingestellt habe, kann jetzt keine Autos bauen. Ein Auto. Warte mal, Einstellungen, weil das ist zwar realistisch, aber nicht lustig. Realistisch. So, Biwak, Shop in Biwak, Werkstatt. Aktivieren die Werkstattseite Biwak. Alle. So, dann muss ich wieder ein Auto spawnen können. Jetzt muss ich nochmal gucken. Biwakiere. Ich bin mal gekommen, um dein Feuer auszutreten. Hurensohn. Jetzt sitzen wir. Ja, jetzt kann ich biwakieren. Werkstatt. So, ein Zweisitzer Kampfhubschrauber bringt uns jetzt wahrscheinlich nicht weiter. Hab ich einen Panzer? Ich hab einen Panzer. Warum sitze ich jetzt? Ich bin zu dir gelaufen und wurde jetzt zwangsgesetzt. Ja. Die ganze Dackelrotte. Gut, ich denke, ein Panzer. Wow, ich hab den Panzer, den wir eben geklaut haben, besitze ich. Hat er eben gut geklappt, machen wir nochmal. Ja, natürlich auch einen Hubschrauber mit Raketenwerfer oder einen Kampfhubschrauber nehmen, aber. Der ist nur für zwei Personen, dann nehmen wir mal den. So, wenn ich jetzt entbiwakiere, Fachbegriff aus dem Ingenieurswesen, sofort aufbrechen. Oh, schön, wir wieder alle sitzen. Hi! Lagerabbruch in 40 Sekunden, Leute! Hosen an und Titten raus! Beides schwierig. Beides schwierig. 30 Sekunden für Bier. Run. Ich hab nur genau eins und das ist schon fast leer. Alter, ich weiß jetzt, wie lange ich brauche zum Kühlschrank und zurück. Na, ja, nein, vielleicht? Ja, nein, vielleicht? Ja, was? Nein. Und es ist? Nein! Got it! So. Passiert jetzt mal was mit Action oder? Ja, da ist ein Panzer. Wir hier noch rum. Ich habe uns Panzer besorgt! Und der steht mitten im Wald! Ja, ist ein Waldpanzer. Au! Ach, da ist er. So, also wer ist jetzt Schütze? Warte, willst du wieder fahren? Du kannst das doch. Dann, ich bin Schütze. Ich hab das eben schon mal probiert. Dann mache ich... Oh, vorne kann man nicht passagieren. Echt, ich muss da jetzt hinten rein und sehe einfach nichts mehr. Toll. Das habe ich mir genauso vorgestellt, dass ich uns den Wagen hole und dann im Keller sitze. Okay, Leute. Ja, dann... Fahren Sie, mein... Warte mal, wieso ist denn die Queue weg? Wer ist schon wieder weg? Oh. Hab's sie noch. Wir sind noch da, ja. Martin ist auf Erkunden. Ich würde mal gucken, ob mir meine Navi jetzt irgendwie mal einen Weg anzeigt, den ich fahren soll, oder ob ich hier immer noch auf dem Weg bin. Nee, es zeigt dir nur das Ziel an. Das ist doch scheiße. Weil ich halt weiter auf Verdacht irgendeine Straße lang. Wo sind wir eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Warte mal, ich sitze ja eh hinten im Pott. Ich kann ja eh nichts machen außer navigieren. Okay, also.
Da fahren wir lang, alles klar. Ich habe 3 Menschen überfahren. Okay, das ist gut. Und dann biegt die nächste rechts ab auf so einen Feldweg. Okay. Ich mein Controller vibriert einfach ist die ganze Zeit. Ja. Ich guck nur auf die Map, weißt du, mein Controller vibriert wie scheiße. Dem folgen wir jetzt erstmal. Da werden wir gleich wieder Menschen überfahren. Hinter der Kurve. Das ist soweit okay. Achtung, jetzt links von uns da. Okay, viele sind im Sieg! Hupsa! Sehr schön! Ach, jetzt ist erstmal ruhig. Oh, sie sind hinter uns wieder aufgestanden. Die Pisser. Dann ist man nämlich noch den Wagen. Das ist ein sehr gemütlicher Weg, wie du den ausgedacht hast. Kleiner Sonntagsspaziergang. Ja, einfach weil wir von ganz im Norden erstmal komplett in die falsche Richtung gefahren sind. Ich hab keinen Bock mehr außenrum, also fahren wir mit durch den Berg. Es ist so scheiße dunkel, dass ich den Weg nicht sehe. War das Nachtsichtgerät an? Hab ich nicht. Oh. Ich habe das Gefühl, wir stehen falsch rum, weil mein Zeiger zeigt nicht mehr in Fahrtrichtung. Also ich muss wenden. Die Kurve war enger, als ich sie vermutet hatte. Okay, okay. Ja, mit so einem Panzer ist das halt. Die nächste rechts. Jetzt sehe ich wieder was, weil jetzt gerade Mond scheint. Wie die rechts? Hier gibt's kein rechts. Hier doch, gibt's nur Berg. Gleich kommt rechts Weg. Jetzt. Ach, genau da, wo die Gegner stehen. Okay. Welche Gegner? Ich sehe nur die Karte. Wo die Gegner liegen. Okay, jetzt wird's spannend. Nächste links ist eine Kehrtwende. Das war die Kehrtwende, also die Stelle. Was ist passiert? Das hat ganz hart geknallt. Ich hab jemand weggeschossen. Oh, okay, jetzt beleuchten okay. Sie mir den Weg, das ist aber schön. Danke. Guck mal kurz raus. Hier brennt's. Ich geh wieder meine Map. Also. Also komm. So, weiter der Straße folgen. Ja. Ist klar. Mit aller Gelassenheit. War die sehr, sehr eng gekommen. Naja, ich irgendwann. Hier scheint so ein bisschen Mondlicht drauf, hier sehe ich was. Ja, irgendwann erzähle ich dir weiter, dass ich auch 4 Sitze Hubschrauber gehabt hätte. Wir bleiben auf der Straße, also rechts halten. Da kommt uns was entgegen. Was? Auf der Karte ist eingezeichnet. Das kann mich kacken lassen. Als es zweimal gerumst hat. Das war eventuell auch ein. Oh Gott. Ja, jetzt wird es hier gerade wieder ein bisschen dunkel. Also wenn wir gleich den Berg runterfallen, dann liegt es einfach an den Lichtverhältnissen. Also am Ende der Straße kommt eine scharfe Wende. Ja, das dürfte jetzt gleich soweit sein. Was war denn das? Was hat denn da getan? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich hab nichts gehört und gesehen. Ich hab nur das Gefühl, dass uns ein Auto verfolgt. Da ist doch noch viel Abstand. Und so verlassen sie Rechtskurve? Ja. Nimm sie einfach mal, bevor sie kommt. So. Ich hab jetzt auch mal dieses Dunkel zur Nacht eingestellt. Ist schon hart. Das ist halt nice, ich sehe euch echt gar nicht. Vielleicht sollte ich fahren, ich habe ein Nachtsichtgerät. Ach Quatsch, das hilft mir auch nichts. Rechts halten. Unser Panzer klingt doch nicht mehr wie der Beste, gell? Martin! Ja, drück! Ging die Straße zur Seite, ich hab's laut gesehen. Laut Karte sind wir nicht mehr auf der Straße. Doch, wir sind wieder auf der Straße. Okay. Da unten müssen wir links Kehrtwende machen. Ah ne, doch nicht. Rechts, ich hab mich verdammt, da steht sie nicht weiter. Umdrehen. Ja, ich bin ja nur über dich drüber gefahren mit einem Panzer. Ja, danke. 5 Schüsse, direkt auf mich.
Tag muss ja eine wunderschöne Aussicht auf den Lake Mary sein. Ja, ist richtig. Wenn wir Pech haben, haben wir gleich eine wunderschöne Aussicht aus dem Lake heraus. Da rechts vor uns wäre noch ein anderes Fahrzeug. Ja, nee, ich fühle mich gut. Mit einem schusswütigen Pimmel an meiner Seite. Okay. Ja, und das Fahrzeug. Links, rechts, geradeaus, da vorne ist das Kreuzung. Warte, dann halt doch mal kurz. Ich wollte ja noch mal gucken. Links, falsche Richtung. Das war ja wohl zu ahnen. Oh, ist nur noch ein Kilometer. Nur noch ein Kilometer völlig zusammenhanglos durch die Berge und den Waldburg. Ja, jetzt muss aber aufpassen, jetzt ist der Hitus hat nach der Brücke rechts. Ich sehe einfach, wie die Autos wohl auf dem Map erscheinen und verschwinden. Ja, und sie beleuchten mir den Weg. Nach der Brücke rechts, hier ist kein rechts. Warte. Doch, da ist rechts. Doch, da, hier hoch. Ja. Sehr enge Kurve. Hat da jemand Angst? Nein. Wir haben nur fast gerade auf der Seite gelegen, ansonsten ist alles gut. So eng war die Kurve gar nicht. Ich sehe nichts mehr. Das Auto da unten meinte jetzt explodieren zu müssen. Ja. Warte, das ist die Luft gehabt. Da lang, oder? Das ist auch schön. Links, scharf links. Pippin leuchtet mir den Weg mit Feuerwerk aus der Kanone. In die Richtung geht. Hier sehe ich wieder. Lustigerweise sehe ich mehr, wenn ich gegen den Mond fahre, anstatt mit dem Mond. Was total logisch ist. Du fährst jetzt überhaupt nirgendwo mehr gegen. Ja, hier wäre ich kenne diese Brücke. Ja, doch, ich weiß. Pippin auf die Brücke zu springen. Das ist die vom Spielstart. Richtig. Wir auf einem guten Weg. Richtig. Dann muss ich da vorne nur in eine enge Rechtskurve. Ja. Yep. Und wieder hoch. Exakt. Dann sind wir da. Aha. Ich erinnere mich. Hoppo. Vorher stürze ich uns noch in den Abgrund. Nein. Bitte nicht. Ist das hier mit der Rechtskurve? Ja. Yep. Ach guck mal, das kenne ich doch. Ah, warte, stopp! War nur Spaß. Ich sehe auf der Map nur, dass hier irgendwas schief läuft. Ah. Ja. Ja, war doch ganz chillig. Du musst nicht antworten. Ich hatte zwar nur Angst um mein Leben, aber war ganz chillig. Ich will mich hinter Matti durchbacken, aber es lässt sich nicht. Wir sind endlich in Sicherheit. Versauen Sie das nicht. Back mich aber gerade richtig durch. Ja, toll. Ich bin der Letzte. Einzige, der den Weg kennt. Der Kutscher kennt den Weg.